Hallo, ich bin Jens von Optionsstrategien TV und heute sprechen wir mal über ein Thema, nämlich über die Volatilität bzw. den Volatilitätsindex VIX und ob man hier ganz einfach Puts verkaufen kann, um von dessen natürlicher Untergrenze zu profitieren. Ich habe in den letzten Tagen eine E-Mail bekommen und in dieser E-Mail wurde gefragt, ob man denn nicht auf den Volatilitätsindex VIX einfach Put-Optionen verkaufen könnte. Und zwar einfach unter der Grenze von 10, weil das ist ja so eine natürliche Grenze, die wir im VIX immer sehen. Der fällt nie unter 10 runter. Und bevor ich jetzt diese Frage beantworte, müssen wir natürlich für all diejenigen, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben, erstmal kurz klären, was ist denn der VIX? Der Volatilitätsindex VIX, VIX wird an der CBOE in Chicago berechnet. Es ist ein sogenannter synthetischer Index, das heißt also, der wird aus anderen Daten berechnet, er selbst wird gar nicht gehandelt. Also das heißt, es gibt diesen Index gar nicht als handelbares Produkt, sondern dieser Volatilitätsindex setzt sich aus den impliziten Volatilitäten der S&P 500 Optionen zusammen. Das heißt also, über ein relativ kompliziertes Berechnungsmodell wird oder werden die impliziten Volatilitäten der S&P 500 Optionen abgelesen bzw. herausgelesen und danach wird dieser Volatilitätsindex berechnet. Jetzt ist es natürlich so, wir wissen alle, wenn die Volatilität ansteigt im S&P, dann passiert das in der Regel immer nur dann, wenn Angst im Markt ist. Das heißt also, wenn die großen Marktteilnehmer, aber auch die kleinen natürlich, anfangen sich abzusichern. Und in der Regel, und bei den Aktienmärkten trifft das natürlich ganz besonders zu, sichern sich Investoren immer nur dann ab, wenn die Preise fallen. Das heißt also, fängt der S&P 500 an zu fallen, dann kaufen die Investoren beispielsweise Put-Optionen, um sich abzusichern, oder sie schreiben Call-Optionen, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Die Nachfrage nach diesen Optionen nimmt insgesamt zu und das treibt die impliziten Volatilitäten nach oben. Und genau wenn das passiert, steigt eben auch der aus diesen Daten heraus berechnete VIX an. So, und wir blenden hier mal einen Chart ein und da sehen wir, das ist also ein Index, den gibt es schon sehr, sehr lang. Man hat den sogar teilweise bis in die 80er Jahre hinein zurückgerechnet und wir sehen, der hat tatsächlich so nach unten eine Grenze. Also die tiefsten Werte, die historisch in diesem VIX mal gemessen wurden, das war einmal im Jahr 2003, nein, Entschuldigung, 1993, genau, 19, ich habe es extra noch aufgeschrieben, genau, 1993 und 2006, da ist er ganz knapp unter die 10 gefallen, also er war so bei 9,3 etwa und der bislang höchste tatsächlich gemessene Wert, das war natürlich im Jahr 2008 im Zuge der Finanzkrise. Da ist er bis knapp 80 angestiegen. Oder sogar ein bisschen intraday mal über 80, ich glaube bis auf knapp 90 sogar. Es gibt eine Rückrechnung, dass er im Jahr 1987, wenn es ihn da schon real gegeben hätte, dann wäre dieser VIX im Zuge des Oktobercrashs 1987 bis auf 180 sogar angestiegen. So, wenn man sich aber den gesamten Verlauf anschaut, und wir sehen das hier nochmal im Chart, dann sehen wir, dass der eben schon so einen Mittelwert hat von ungefähr 15. Das heißt also, da pendelt er sich in der Regel ein. Er geht nicht allzu weit darunter, aber es passiert natürlich immer mal wieder, ganz klar, wenn die Märkte einbrechen oder wenn die Märkte größere Rücksätze machen, dass er dann nach oben geht. Und daher kommt eben jetzt auch diese Idee, dass man sagt, dann wäre es doch was ganz Einfaches, wenn wir einfach auf den VIX immer Puts verkaufen unter dieser natürlichen Untergrenze von etwa 10. Das klingt grundsätzlich erstmal gut, leider funktioniert das in der Realität nicht und zwar aus einem ganz oder aus zwei Gründen. Der erste Grund ist der, wenn so etwas möglich wäre, dann wäre das ja so eine Art Free Lunch. Das heißt also, wir könnten einen Trade machen, hätten im Grunde genommen kein Risiko und so etwas gibt es an der Börse nie. Also es gibt nie Trades, die vollkommen ohne Risiko sind. Das ist der erste Grund, warum so etwas nicht funktionieren kann. Der eigentliche Grund, warum es aber nicht funktioniert, liegt ganz einfach daran, dass es eben ein sogenannter synthetischer Index ist.
Und das heißt, dadurch, dass dieser Index selbst überhaupt nicht gehandelt wird, sondern nur eben immer dargestellt wird, das heißt, Sie können oder wir können da Realtime-Daten abrufen, wir können uns den anschauen, aber er ist eben selber nicht zu handeln, können wir auch keine Optionen darauf verkaufen. Jetzt wird der ein oder andere sagen, es gibt doch aber VIX-Optionen und da habt ihr vollkommen recht, aber das sind eben nicht Optionen auf den VIX direkt, sondern auf Derivate auf dem VIX. Und da gibt es verschiedene. Da gibt es nämlich zum Beispiel zum einen, und darauf werden auch die klassischen VIX-Optionen berechnet, die VIX-Futures. Dann gibt es verschiedene ETFs, die versuchen den VIX nachzubilden, nämlich einmal genauso wie sich der VIX verhält, aber auch konträr, also invers. Den VXX, den IVX und so weiter. Also das heißt, es gibt da mehrere ETFs darauf. Es gibt, wie gesagt, schon die Futures und darauf entsprechend auch die Future-Optionen. Diese verhalten sich aber gänzlich anders als der VIX selbst. Und im zweiten Video werden wir uns mal anhand der VIX-Futures anschauen, dass also ein Verkauf von oder ein pauschaler Verkauf von Optionen unter 10 definitiv nicht möglich ist. So, das war's für heute. Ein kleiner Einblick in die Welt des VIX. Wir haben mal ganz kurz das bisschen angerissen. Wir werden das noch weiter ausbauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert einfach diesen Kanal. Und wenn ihr Fragen zum Thema VIX habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Und wie gesagt, da schauen wir uns mal an, wo man denn VIX-Optionen handeln könnte, wie man sie handeln könnte. Und wie dieses Verhältnis zwischen VIX auf der einen Seite und VIX Future auf der anderen Seite tatsächlich ist. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus. Bye, bye.